Der Weltraum. Ja, schon wieder. Ja, immer noch. Hallo Leute. Willst du mal dein Kupfer hochbringen, vielleicht? Ja. Liebes Glurak. Ich guck mal gerade noch, das Gefängnis zu ändern, aber eigentlich ist hier, glaube ich, nichts mehr. Nischt. Ihr habt das so leer geräumt. Ja. Größtenteils, ich habe ein paar Sachen noch gefunden, aber ja, ich bin auch jetzt durch. Das heißt, die Geräusche auf dem Schiff sind so nervig. So, ja. Alter, mein Schiff, du. So. Der kommt hoch und wir holen ab. Ja, ja, mach dir mal. Ich schmelze hier in der Zeit mal das ganze Zeug ein. Ja, auf dem Plan heute steht der erste Boss. Ufo. Der allererste Boss, der steht on. So, der Space braucht noch... Die Chest. Oh ja, genau. Großpanzer. So. Ach ja, genau, hier, da, Klappstuhl für dich. Da. Ich hab eine neue Waffe übrigens. Ich hab schon eine neue Waffe, ich brauche keine mehr. Macht nichts, jetzt hast du einen Klappstuhl. Von der Banane gekriegt, weißt du Bescheid. Was soll ich einen Klappstuhl? Hab ich mir auch gerade gefragt. So, ach, könnte ich hier sogar die Krone tragen. Ha, ich bin der König. So, ja, wie viel Erze nimm dir halt das Kupfer raus, was du brauchst und craft dir dein Zeug. 35 brauchst du für die Brust. Genau. Ja, er muss ja craften, nicht ich. Ja. Mhm. Also. So, wollen wir dann hier auch unten, dann kann ich nämlich schon mal ein bisschen so die Battle-Stelle freihauen. Wir kämpfen ganz normal, wir wollen dann dazu ballern, wir sind zu dritt, der kann doch gar nichts ausrichten. Ja, ich mag trotzdem nicht, wenn da Hügel im Weg sind. Oh. Kämpf, ja, lieber auf einem etwas... Könnte ja eine Herausforderung werden, der Kampf. Nö. So, dann mach ich mir direkt Scavenger's Breastplate da draus. Genau, du musst alles Scavenger haben. Dann bist du eigentlich recht gut gewappnet, sag ich ja, mal. Ja, mehr kann ich auch so noch nicht. Ja, können wir auch erst, wenn wir den ersten Boss gelegt haben und die neue Star-Map gelesen haben, glaube ich. Nee, ich habe jetzt Scavenger und mehr geht meine nicht. Komische 12 DPS Giftwaffe und den Hunter's Handbow. So, wenn ihr runterportet, steht das erste Beacon schon. Ich komme gleich runter. Muss man sich, also jeder selber ein Beacon, oder wie? Ja, wir können... Quest noch, aber das kannst du auch nachher noch machen. Ich muss mir auch erstmal einen Ofen craften. Das ist meine aktuelle Quest. Ja. Dann ist das Ding für dich nicht so interessant, glaube ich. Silber. Gold, Gold. Hallo. Ich sortiere noch eben ein Zeug wieder ein, dann komme ich runter. Aktiviert man das mit E, oder? Ja. Gut, dann wäre es jetzt beinahe passiert. Bei dir passiert irgendwie beinahe immer sehr viel. Och ja. Was schneit. Schön. Lag. So, das haben wir einsortiert, das ist auch einsortiert. Kohle, ich habe so viel Holz, ich schmelze nachher noch Holz ein, aber das mache ich später. Auch 600, 700 Holz, aber das ist so mein Backup. Ich habe 4, 5, 6.000. Ah. Wie viel Holz habe ich denn noch so im Backup? Och, 22. Ah ja, ich habe mir vorhin erst gecraftet. So, dann habe ich hier noch Seeds, genau, Seeds, die müssen hier rein. Jo, da habe ich was zu essen. So, mal eben noch was gucken und dann bin ich auch soweit. Okay. Genau, das mache ich jetzt noch fix. Okay, zusammen abbauen geht doch schneller. Ja. Ach nee, echt jetzt? Hab ich doch gesagt. Was passiert, wenn man abschießt, wenn er so leuchtet, der Pfeil? Dann, warte. Siehst du, ist der Pfeil heller. Sollen wir hier eine Plattform bauen? Nö. Das ist eigentlich das Sinnloseste, was du machen kannst gegen den Boss. Wenn der auf den Boden smasht, ist das Ding hier eh weg. Ich guck grad noch, ob ich... Wo war denn das? War das hier? Aber ich würde sagen, was ich mir mache, ich weiß nicht, ob es was bringt.
einfach ein kleines Loch im Boden, wo man sich reinstellen kann, dass man keinen Schaden kriegt, wenn er einem auf den Kopf springt. Ja, das ist ja gerade das, was wir, geht auch anders. Also du kannst ihm auch einfach ausweichen. Ja, aber bringt das was, so ein kleines Loch im Boden? Oh. Das ist aktiviert. Ja, ich habe aus Versehen Mittelkrieg aufgemacht. Ja, bringt es. Allerdings solltest du Cobblestone dann oben als Abdeckung nutzen. Oh, seit wann haben die denn Panzer? Ach, jetzt habt ihr den Boss schon beschworen, oder was? Ihr seid... Ihr seid Helden, ne? Ihr seid Helden. Ich komm runter. Ich beeile mich gerade. Schau mal. Ach nee, damit komme ich nicht da dran, oder? Doch. Ich muss aber auch gerade was essen. Essen. UFO, no problem. Es könnte schon tot sein, bevor du rauskommst. Ja, zur Not beschwöre ich halt noch eins. So, ich komm runter. Finde ich halt sehr nett von euch. Das ist halt einfach. Ja, der gute Herr hat angefangen. Ich kann nicht nach oben schießen mit dem Ding. Das ist doof. Huch! Shit. Da habe ich gerade einen Fehler gemacht. Glurak? Ja. Dein Leben. Oh. Ups. Hä, was hab ich denn aufgefallen gerade? Wieso hab ich mich denn jetzt? Wieso? Autsch. Yay! Achso, es sind da übrigens 5 Molten Cores jetzt immer drin. Das heißt, die Quest-Items gibt jetzt alle mal 5. Das weiß ich mittlerweile auch. Gut. Ha. Nochmal. Wieso hast du mein Loch zugemacht? Das war Taktik. Was hast du eigentlich gerade Was hast du eigentlich falsch gemacht jetzt wieder? Space? Hä? Er ist einfach an dem Beacon vorbeigelaufen und dann war auf einmal das UFO da. Ich hab tatsächlich nichts gemacht. Ach, guck mal, das ist doch total einfach. Also ich weiß nicht, was ihr da mal Löcher bauen müsst. So schwer ist er doch gar nicht. Dann kann man halt mit der anderen Hand auch was essen. Ach so. Oder ja. Genau. Essen. Was dachtest du denn jetzt, was man mit der anderen Hand macht? Ja, der ist ja wirklich leicht. Er ist der erste Boss. Nein. Den haben sie aber auch extrem runtergeschraubt. Der war mal wesentlich schwerer. Nee, das war's jetzt schon. Ja. Ja, gut. Ja. Ja, war nichts Besonderes, wa? So, dann gehen wir mal direkt gucken, was wir für einen Roboter machen müssen. Erstmal, warte, die Metal Workstation. Das ist auf der. Da. Metal Work. Alter, dein Schiff feiere ich so hart, ey. So. Ach, da fällt mir gerade was auf. Das da muss wieder da rein und das muss auch wieder da rein. Und dann haben wir noch. Achso, genau. Star Map Upgrade. Ich baue ich auch schnell mal zusammen. Braucht das jeder? Nee, ne? Doch, das braucht jeder. Jetzt kriegst du die Dinger nicht freigeschaltet. Richtig. Iron, da, zurück. Ja, gut. Hab ich gerade noch genug Pixel. So. Die Molten Cores lege ich mal in den Shiplocker. Also Star Map Upgrade muss. Für den Robot brauchen wir insgesamt. Also wir brauchen einmal das Gehirn. Das ist kein Ding, da sollte sich. Da reicht's, wenn sich einer auf den Weg macht mit dem Brain Extractor tatsächlich. Der ist cool. Haben wir genug Silber? Ja, ich bin mal so frei. Was hab ich denn da? Scavenger's Breastplate, wieso hatte ich denn die nicht an? Tja, keine Ahnung. Wieso hatte ich die denn nicht an? Brauche jetzt noch. Ich bin ja doof, bin ja nicht mal gestorben. Sweatshirt. Brauche ich denn jetzt noch? Kann ich direkt plündern? Dann habe ich nämlich die Armor fertig. Die Scout. Was mein Quatsch? Linksklick, ne? Ah, okay. Ja, das. 35, 55, 67. Brain Extractor. Refinery. Ich habe gar nicht genug Pixel Robot. Für den ganzen Kram. Was macht der Robot? Ich gehe jetzt mal auf einen anderen Planeten jetzt. Was macht eigentlich der Robot?
Feuer. Ja, wofür ist der? Achso, der ist der nächste Endboss. Achso, wir brauchen Kohle. Und wofür sind die Human-Spawner und die Guard-Spawner? Da kannst du eine Stadt mit aufbauen, aber lohnt sich jetzt einfach noch nicht. Ist auch viel zu teuer im Moment. 400, 500... Oh, ich habe zu wenig Pixel für den, für die Chest. Aber gut. Ich stelle gerade mal ein bisschen Kohle her, also bitte nicht rausnehmen, damit wir nämlich wegfliegen können hier. Ich sollte jetzt auf Silber upgraden, ne? Richtig. Das ist ja kein Upgrade mehr, das ist eigentlich ein Neubau im Prinzip. Richtig. So, also ich brauche nur noch ein bisschen Pixel, dann könnte ich auch direkt schon wieder die Brust und dann bin ich rüstungstechnisch schon mal durch. Oh, ein Buch. Aber uns fehlt Silber dafür. So wie ich das weiß, weil ich gerade die komplette Armor schon gebaut habe. Mir fehlt nur noch ein Teil, dann habe ich wieder fertig. Ja, 11 Silber war es dann. Komplette Scout. Genau, jetzt kann ich noch diese. Oh, Dreadwing the Penguin. Information on Dreadwing's Penguin is Scourge of the Skies. Okay. So. Warte mal, ab Sledgehammer war das Ding mit 8 DPS. So, ab hier werden die gecrafteten Waffen auch schon wieder OP, ne? So, dann gehen wir jetzt mal auf gecraftete Waffen. Auf den Planeten. Gucken uns den mal an. Gucken uns alle vier Planeten in dem System an. Sind alle vier besuchbar. Das ist dann das. Das kommt dahin. Stahl kommt wieder zurück. Außerdem hier Swingspeed von 1,1 und 24 DPS. Ich glaube, nehme ich mir eine Ice Axe oder nehme ich? Ich glaube, ich nehme mir eine Ice Axe. Oder diesen Clawhammer, der hat 27 DPS. Ja. 24 also ich finde die zwei, die Hämmer sind für 10 Barren, egal auf welchem Tier, sind immer Preis-Leistung, finde ich die ungeschlagen. Steel mache ich wie Eisen in den Ofen, ne? Oder? Einfach Eisen und Kohle ins Inventar an die Metalworks Station und Stahl eingeben. Außerdem haben wir noch 34 Stahlbarren gerade. Ah, okay, habe ich nicht gesehen. Ich habe nämlich nicht genug Pixel, um meine Brust zu craften, deshalb. Ich muss mir erstmal das Star-Map-Ding bauen, aber habe ich zu wenig Pixel für. Deswegen, ich gehe jetzt auf den Planeten und sammle ein bisschen Pixel. Tschüss. Ist das noch Alpha-Planet? Ja. Okay. Ich gehe jetzt mit sicher nicht mit meiner kümmerlichen Ausrüstung hier auf den Beta-Planeten. Vor allem, weil sich Beta kaum lohnt eigentlich. Oh, Eisen. Naja, du musst mit jedem Sektor ist sind mehr Rohstoffe an der Oberfläche. Ich weiß. Ich finde schon, dass es dann Sinn macht. Death to the Hilf! Ich habe hier Banditen. Super. Und der ist in der Lava geflogen. Also passt auf, hier gibt's Lava auf dem Planeten, ne? Also gut aufpassen. Rum. Ach schön. Iran. Ja doch, die Waffen können langsam was. Apropos, Glurak. Hier. Oh. Ist zwar langsam, aber mach. Warte. Bleib doch mal stehen. Ich möchte. Ah. Da. Danke. Ist bei mir jetzt über. Was ist das? Ich glaube, ich sollte meine Spitzhacke langsam mal abwählen wieder. Ich bin hier schon bei der Platinum. Danach kommt nur noch Diamant, aber das ist viel zu teuer. Ja, die Diamantspitzhacke lohnt sich echt nicht. Ich habe jetzt auch Platin. Ja, ich habe jetzt Silber noch. Ja, grade ruhig ab, wenn du es dir leisten kannst. Ich habe dann auch keine Pixel, ich kann dir nicht aushelfen. Ich habe auch nur noch 2 Pixel. Wegen der Rüstung. Was kommt nach Silber? Gold. Und 800 kostet die. 400. Okay, 400 Pixel nur? Sehr günstig. Hab aber nur 191. Oh, ich liebe es, einen Asche abzubauen, das geht so schnell. Ja, ist fast so gut wie Sand, ne? Ja, eigentlich genauso gut. Ist aber jetzt halt nicht der beste Planet auf jeden Fall. Ist ziemlich viel Lava. Der Fleischhammer.
Ja, GG, ne? Alles One-Shot hier an Gegnern. Ja. Wo ist denn der Hammer, den du mir gegeben hast? Da. Den haben sie aber auch geändert, ne? Der war früher mal schwächer. Ja, der ist jetzt wesentlich stärker auch. Stärker gemacht. Ich hatte den früher. Death to, weiß ich nicht wem. Oh, Gold, Eisen, Stimpaks, 7 DPS Waffe, Müll. Oh, Kupfer brauchen wir jetzt nicht mehr, oder? Nimm mit. Zum Reparieren. Einschmelzen später. Nimm Kupfer, mit. Kupfer zum Reparieren immer sehr gut. Und eben Pixel zu bekommen später. Ja, aber. Ich weiß nicht. Also Kupfer einschmelzen ist für mich Zeitverschwendung. Oh, eine Burg. Kann man ja nebenbei machen. Keine Ahnung, man kann ja mehrere Sachen auf einmal einschmelzen. Man muss ja nicht mal eine Sache einschmelzen und dann zugucken. Oh, ich sehe gerade, ich habe hier mal Sand. Oh, man muss hier aufpassen, ey, der Lava, du. Oh, Kreissägen? Was zur Hölle? Ja. Wenn du da reinspringst, bist du sofort tot. Ja, ich weiß. Das kenne ich schon. Ja, ist jetzt nicht gerade der beliebteste Planet hier, sagen wir es mal so. Och, es geht mit einer ganz normalen Wüste weiter, das geht eigentlich. Oh, ein Dungeon. Ein Gefängnis-Dungeon, wenn ich das richtig sehe. Eine Kiwi, steht auch ein Typ mit einem Schwert drin. So ein... von den Avianern. Tot. Tot. Ich habe Tweety getötet. Kohle. Und ich höre Kreissägen. Ja, ich wusste es. Pass auf. Kreissägen. Jo, ich geh mal rechts rum. Ja, oh, da bin ich ja fast wieder in den Kreissägen reingefallen. Alter. Ja, hier krieg ich ja ganz schnell die Pixel zusammen, die mir fehlen. Gefällt mir. Ja, ich habe auch schon wieder 1400. Nerv mich nicht, du Drecksmob. Boah, 600 Pixel aus einem Viech schon wieder raus. Fuckeln noch zusammenschrauben. Oh, ein Skorpion. Meiner Seite ist keine Kiste oder sowas. Ich glaube, hier gibt es auch keine Kiste drin. Aber ich habe Waffen gefunden. 15 DPS Elektro. Ja. Oh, habe ich nur 2 Kohle noch dabei? Na egal. Passt schon. Alter, sind hier viele Geldkassetten. Du kannst keine 2 Meter gehen, ohne eine zu sehen. Ich habe hier eine Höhle, die aus Geldkassetten besteht, übrigens gefunden. Ist doch cool. Ich höre schon wieder Kreissäge.
Ja, da ist sie. Oh, ist das normal, dass da so viele sind? Manchmal schon. Aber alle 2-3 Meter? Ja, ja, manchmal schon. Das sind dann solche Spitz. Das gibt es, ja. Eigentlich sogar recht häufig. Okay, hier ist nichts. Ich bin hier in einer ganz normalen Höhle. Ich schraub mir, glaube ich, jetzt gleich echt, wenn ich hier raus bin, eben die letzte Stahlrüstung zusammen, dann hat sich das Thema für mich erledigt. Mit Armor. Oh, mega leck. Also wenn ich überlege, dass ich jetzt gerade eben noch 200 Pixel hatte und ich habe jetzt 2500, ja, ja, hat sich gelohnt. Das ist bei mir das gleiche, von 7 auf 2500 Pixel hoch. Ich habe gerade eine ganze Höhle einstürzen lassen aus Versehen und da hat es mega geleckt. Da ist nichts mehr. Okay. Ich gucke trotzdem, vielleicht hast du was übersehen. Also nichts, was mir Pixel bringt. Reingeguckt habe ich tatsächlich nirgendwo, falls das möglich ist. Ja, hast du was übersehen? Pixel, Stimpaks, Barren. Oh, was? This item needs to have a description, okay. Das haben wir. Wurfmesser. Also in Kies und Sand ist das ja immer schön, was abzubauen, ne? Ja, Kies, Sand, also Gravel, Sand und Asche. Und also ja gut, die beiden gehen natürlich besonders, aber Asche und. Ja, alles mit Physik ist eigentlich sehr geil. Ja. Ich versinke im Sand. Okay. Du kannst ersticken, wenn du drin stecken bleibst. Ja. Da musst du aufpassen. Ich frage mich, wenn sie endlich einbauen, dass man Items verkaufen kann. Bald hoffentlich. Ja, das wäre nämlich mal schön. So, ja, der Tempel ist leer gegrast. Gut. Da kann der Space, wenn er will, noch durchrennen und alles mitnehmen, was er fürs Schiff haben will. Oder für unsere Station später. Nee, ich glaube, das Schiff ist ja erstmal vollgemüllt genug. Ist ja unser Dekorateur. Der Hackbraten, der hat aber auch ein bisschen was gemacht. Ja, ein, zwei Sachen. Der will kann sich dann nicht aus der Affäre ziehen. So, aber ich bin rüstungstechnisch jetzt schon bereit für den nächsten Boss. Das ist schön für dich. Wollte ich auch sagen. Nur weil du die ganzen Rohstoffe abgeluchst hast, du. Na, das heißt aber natürlich auch, so, nachdem ich mir hier meine Kotelettanten gebraten habe, dass ich quasi unbesiegbar bin. Genau, unbesiegbar. Sollen wir mal in den Gamma-Sektor gehen? Wieso? Sektor X und Level 10 Planet, bitte. So, jetzt mache ich mir erstmal die Star-Map, weil die habe ich auch noch nicht. So. Gibt's auf dem Planet noch irgendwas Großartiges? Ich weiß es nicht, ich habe den noch nicht gerundet. Oder willst du direkt weiterziehen? Nee, wir können uns schon noch genau angucken. Da ist bestimmt noch was, weil der Herr Space, der gammelt da ja noch rum. Ich bin noch irgendwo in der Höhle drin und da finde ich ein bisschen was. Sag mal, sind wir links oder rechts rumgegangen? Ich bin rechts rum, ihr seid links rum. Okay. Gehe ich jetzt auch noch mal links rum. Ach nö, da waren ja diese schönen Aua, Lava-Jump-Puzzles. Ach, so, habe ich ja den See jetzt abfließen lassen, oder? Jawohl. Huch, nein, ich hab meine Fackel weggeworfen. So, was gibt's hier? Ich muss mal neue Fackeln machen, sehe ich gerade. So, jetzt habe ich wieder 94, so reicht erstmal. Bevor ich da runtergehe, nehme ich die Taschenlampe.
Bis wir den neuen Boss bauen können, das dauert aber noch. Da brauchen wir noch einiges an Materialien. Also wir brauchen 100 und ein Stahl pro Kopf für die Rüstung. Ja. Beziehungsweise, ne, warte mal. Wie viel war das nochmal? Und ich glaube genau 110 für den Roboter. Ist halt die Frage, ne? Baut jeder den Roboter oder bauen wir den nur einmal? Den brauchen wir eigentlich nur einmal, oder? Ich hätte gern das Buch von denen, aber ansonsten... Ich kann es meins haben. Ich lese die Dinger eigentlich eh nicht. Scout Pants. So, die Rosen habe ich auch schon mal. So, in der Höhle ist irgendwie nicht mehr viel. Zumindest da, wo ich jetzt bin. Ich buddel mich mal runter. Was brauche ich denn dafür noch? Ah, okay, da sind wir wieder. Am Dungeon. Och, wieso habe ich denn davon jetzt zwei? Was ist das denn? Egal. Pixel findet man hier echt ohne Ende. Ich baue jemanden noch. Brauchen wir jemand noch die Scout-Hose? Scout? Ach ne, warte mal. Ich ja, hab hier wenn, ne, also, ich habe hier schon mal versehentlich Silberhosen gebaut. Brauchst du noch Silberhose, Space? Ich habe bisher alles nur in Scavenger. Alles klar, dann hast du im Space-Lock, also im Ship-Lock, liegt dann noch eine Hose für dich. Schon mal. Okay. Die habe ich versehentlich gerade doppelt gebaut. Cool. Was ist das denn? Wet Dirt. Ne, Tar. So. Oh, okay. Tar? Der ist aber auch nice zum Abbauen. Ja, schon. So, was wollte ich machen? Genau, ich wollte was machen. So. Und zwar muss ich mir jetzt noch aber der ist auch recht dunkel. Ja, vor allem bei mir. Und fehlt Silber, wie bescheuert, kann das sein? Ja, dabei hatten wir eigentlich relativ viel, in Anführungszeichen. Ja, wir haben gar nichts an Silber, ey, das ist ja. Ja, gut, ich weiß nicht, wie viel Rüstung hast du dir jetzt zusammengebaut? Ein Teil. Also aus der Silber? Ja. Oder aus ein der Teil. Scout? Ich habe nur ein Silberteil bis jetzt. Okay. Und dann habe ich noch ihm die Hose gebaut, ja, das war's. Ja, gut, ich habe ja schon komplettes wegge. Na? Wir brauchen Silber wie bescheuert. Guck mal, wie viel ich mittlerweile habe. 49 Silber Ohr. Copper, 63 Eisen. Aber gut, wir scheinen genug Eisen zusammenzukriegen, dass wir relativ schnell an Stahl kommen. Oh, das sind Gegner. Okay. Was ist das denn für Wasser hier? Schmutzig. So, Steel, Platinum. Gold haben wir auch jetzt schon relativ viel. Ja, one hit bei allen. Ist übel, ne? Ja. Oh, schick, ist das Sand? Nee, schade. So, ich würde sagen, wir müssen uns verabschieden. Müssen wir das? Ja. Okay. Gut, dann. Na gut, ich komme aus der Höhle so schnell nicht raus. Ja. Von daher bleibe ich da wohl erstmal drin. Ja, macht es. Ja, und dann wäre es das dann ja auch schon wieder gewesen, ne?
Ja, bis mit der UFO-Folge sogar. Genau. Bin begeistert. Ja, und hoffentlich kommt bald der Roboter. Ja, ich denke mal, nächste Session kriegen wir den auch noch zusammen. Alles klar. Dann bis dann. Haut rein. Tschüss.